Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es ist mal wieder Dönerzeit. Und zwar treffe ich mich jetzt mit einem Zuschauer. Er meint, er kommt eigentlich aus Madrid, aber ist jetzt das Wochenende hier. Und bitte lass zu Django's zusammen gehen. Alles klar, Digga. Oh. Danke dir. So. Weil draußen ist immer besser wegen Ton und so. So, Django's, oder? Gerade so eine neue Geburt für mich. Er sagt, das ist sein erster Döner in 9 Monaten oder sein erster gescheiter Döner. Ich bin nach Madrid gezogen, erster ja? Döner seit 9 Monaten einfach. Geisteskrank. Ich bin so gespannt. Und das war davor dein Lieblingsdöner hier, oder was? Mhm. Okay. So gut, wirklich. Er wollte auch mal Food-Content durchziehen, aber hat er leider nicht gemacht. Das kommt jetzt in Madrid. Das kommt jetzt in Madrid? Würde ich auch fühlen. Man gewöhnt sich dann. Das ist echt so eine Sache, mit der man mitwächst. Also am Anfang und dann... Ja, du hast ja bei Pokémon Go schon am Anfang gemacht, ja? Ja, genau. Hast du da 2016 direkt angefangen? Ja. Mega. Richtiger Macher. Jeder hat das gezockt damals. Dann einfach niemand mehr. Ja. Und dann haben alle nur noch rumgehackt. Also ist nicht das erste Mal, dass ich ihn habe. Der ist gut. Der ist sehr gut. Aber der ist auch unter meinen Top 10 Döner in München. Also ist jetzt keine Überraschung. Dem habe ich dann nie wieder was gemacht, außer mir Sachen anzugucken. So ist es echt gut. Die ist krass, gell, die rote. Mhm. Sehr gut, ja. Was würdest du sagen, ist deutschlandweit so dein Favorite? Verboten. Ich weiß nicht, ich schwöre, ich übertreibe nicht. Nee, da war ich. Die letzten 5 Jahre, Pute, Hähnchen, so geil crispy außen, innen saftig. Und wie geil er runterschneidet und so Brot gefüllt und Fleisch perfekt verteilt. Echt geil. Ich würde ihm 5 geben. 5 von 5. Saarbrücken, was gibt's da? Ein No-Name-Döner. Ich habe mal eine Tour gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Mit ganz Deutschland. Mit Tesla. Ja, genau. Der hat mir getaugt. Frag nicht wieso. Vielleicht hatten die auch guten Tag. Ja, kann ich sagen. Das Ende wird so nice jetzt. Ich weiß es einfach schon. Ich muss mich kurz mental darauf vorbereiten. Also, alles. Essen ist nice. Crypto Story ist auch nice. Pokémon Go war auch nice. Fleisch ist auch geil hier. Brot auch geil. Echt guter Laden. Das ist manchmal halt nicht so fettig und sehnig, das Fleisch. Ist geil. Aber einen guten Eingeschmack, das Fleisch. Das schon. Fleisch ist echt. Ich sag mal, konkurrenzlos in dem Feld. Ja, sag ich ja. Das gibt's halt nicht in München. Zumindest niemand, der sein Gesicht zeigt. Nee. Das kommt halt immer ein bisschen krasser, ist halt persönlicher. Finde ich auch. Also ein krasser Bissen. Hm? Der letzte Bissen war krass. Ja. Der war echt heftig. Also ich weiß nicht. Ich habe noch nirgendwo einen Nicer gegessen bis jetzt. Zumindest nicht so consistent. Also ich fand die auch jetzt extrem schmackhaft, ja. Also ich war noch nie enttäuscht. Und 57 mittlerweile geht es ja sogar, oder? In Deutschland. Ja. Ja, ich muss sagen, auch das war ein Döner. Ich würde gerne nochmal herkommen. Das ist das Wichtigste. So, wie war der Döner nach 9 Monaten? Nee, der war so krass. Oder wie sagst du, der super saftig war, der geisteskrank. Also hat er dich nicht enttäuscht? Nee, auf gar keinen Fall. Vorstellung erfüllt. Safe herkommen. Okay, krass. Auch Dings, es gibt auch, wie heißt das? Oreo Baklava, ja, dafür sind die bekannt, ja. Krass, ja. Das Problem ist, ein kleines Baklava hat über 200 Kalorien. Du wolltest ja durchstarten, jetzt siehst du Kamerabonus, Baklava umsonst. Der Bruder sieht uns, Kamera, dies, das. Also, Jungs, wollt ihr Baklava haben?
Ey, umsonst. Ich sag, ey, direktester Laden. Der Bonuspunkt auf jeden Fall, das wird erwähnt. Das wird erwähnt. Die sind krass, ja. Das geht mit in die Bewertung ein. Kein Baklava, kein Problem. Ich hab das gemacht, ja. Kein Problem, alles gut. Danke dir. Top Laden, mega. Ein schneller Döner, lecker Döner, empfehlenswerter Döner. Oreo Baklava vielleicht das nächste Mal aufs Haus. Diesmal leider doch nicht. Wahrscheinlich hat er drin dann mal meinen Kanal gesucht. Da meinte er, ja, okay, nicht genug Views, der kriegt doch keine Baklava umsonst. Kuss geht raus an den Kollegen. Hoffentlich zieht er auch durch. Wir waren wieder bei Django's, weil ich in der Nähe war. Und natürlich kann ich kein Video über Django's machen, ohne deren Oreo Baklava, die wir letztes Mal ja nicht bekommen haben. Auf jeden Fall ein Döner, den ich mir öfter als einmal reinziehen würde. Also. Und das, davon gibt es leider echt nicht viele in München. Wie traurig ist das bitte, Mann? Schmeckt echt solide. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist ein bisschen zu voll. Ich habe diesmal ohne Kraut bestellt, weil ich dachte, dann ist er nicht so überfüllt. Und mir taugt die Gurke nicht. Das Problem ist, die haben nur so einen Gurken-Tomaten-Mix. Und ich liebe Tomate. Das heißt, wenn ich Tomate will, muss ich auch Gurke nehmen. Ich muss sagen, das Brot ist heute noch geiler, Mann. Das Brot ist echt heftig. Königsbissen-Territorium. Jetzt ist geil. Kein Salat mehr, kein Gemüse. Nur noch Fleisch, Saft, Soße und Brot. Mmh. Ja. Geil. Ziehen wir uns noch genüsslich die Oreo Baklava rein. Mein Gott, meine Finger sind jetzt schon klebrig. Oh mein Gott, der Saft. Dafür ist der Laden auch bekannt, also wir waren ja jetzt wieder da und der war wieder sehr gut. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass der Laden konstant ist. Das ist ein fettes Stück. Kostet aber auch schon mittlerweile 2,50, was schon Premium ist. Also ich reg mich immer über die Münchner Influencer auf, Foodblogger, die diesen teuren Baklava-Laden hypen, den ich mal ja nicht gedisst habe, aber abgecheckt habe. Und der kostet 3,25. Also klar, 75 Cent ist immer noch ein Riesenunterschied. Manche Baklava kosten nur 75 Cent, aber 2,50 ist auch schon ordentlich. Boah. Junge! Für die Döner-Rankings zählen natürlich nur die Döner. Aber das ist natürlich ein netter Bonus. Wenn du da einen richtig soliden, geilen Döner bekommst, plus Nachspeise sowas hier. Django's, Alter. Alter, das war's von mir und dem letzten Döner aus 2023. War ein geiles Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Ich bin hier mal die aktuelle Rangliste ein. Ich starte die jetzt fürs neue Jahr. Offensichtlich sind es nur Dönerläden, die ich jetzt vor kurzem probiert habe. Natürlich haben wir noch andere Anwärter, aber die muss ich erst wieder neu testen. Ich kann jetzt nicht einen Döner auf die Liste packen, den ich vor einem Jahr hatte oder so. Kuss geht raus an Jason, der Zuschauer. Ich hoffe, er zieht durch. Freut mich, dass ich dich ein bisschen motivieren kann. Extra aus, Madrid oder Mailand? Eins von beiden für Django's. Und Django's ist ein guter Döner. Ich würde da auf jeden Fall nochmal hingehen. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Das war's von mir. Guten Rutsch. Ciao.